In der Küche der Steintaler Naturhotels im Dirndltal hat man sich besonders der Wildkräuter angenommen. Ohne Kunstdünger und ohne Pflanzenschutzmittel, aber mit fundierter Pflanzen- und Standortkenntnis wird hier echten Gusto-Stückerln Raum zum Wachsen gegeben. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich auch Pflanzen mit farbenprächtigen, essbaren Blüten. Abseits der Welt von künstlichen Aromen und Geschmacksverstärkern wartet ein wenig erforschtes Reich darauf, von unserem Gaumen entdeckt zu werden. Das Reich der Wildkräuter. Barbarakresse, Schildampfer, Giersch, Gartenmelde, Magentamelde, Spitzwegerich, Dost, chinesischer Schnittlauch und der Brennessel. Wie das wohl schmecken mag? Täglich wird frisch geerntet und die wertvollen Kräuter werden völlig CO2-neutral, nämlich zu Fuß, in die Küche transportiert. Viele außergewöhnliche Kochkurse haben hier bereits stattgefunden, denn Wildkräuterrezepte findet man kaum in Lehrbüchern. Heute wird für das mit der grünen Haube ausgezeichnete Buffet im Steintaler Restaurant ein Wildkräutersalat zubereitet. Die Kräuter werden gezupft und mit einer hausgemachten Marinade angerichtet. Da zahlreiche Wildpflanzen Inhaltsstoffe anreichern, die auch für uns Menschen gesundheitsfördernd und erhaltend sind, ist die Rückbesinnung zur Natur in hohem Maße zu begrüßen. Wir wünschen einen guten Appetit.